Schön, dass ihr da seid. Ich bin hier an irgendeinem Turm angekommen. Ihr habt es in der letzten Folge ja gesehen. Wie heißt die Nummer hier? Der ferne Turm. Da haben mich ein paar Orks aus Isengard überrascht, indem sie auf Fässer geprügelt haben. Außerdem gibt es hier so wilde Magier. Ich arbeite mich weiter vor. Autsch. Ja, das mit den Flakons und diesem wenigen Leben, ne? Ich muss unbedingt auf mehr Leben skillen. Ich brauche viel mehr Leben, damit ich nicht mehr an diesem Fluch. So, jetzt. Ich muss erst den killen. Der haut da unten auf die Fässer drauf. Wenn ich darüber gehe, meine Seelen holen, dann greifen mich die Orks an. Also, triggern wir erstmal den. Ja, komm mal mit. Komm mal mit hier hoch. Weg von den Fesseln, jetzt wäre ich schon beinahe wieder ins Loch reingefallen. Na bitte. Oh, die gute Lady ist weg. Ha, guck mal an. So. Jetzt zu euch beiden. Gut, was bist du? Okay, gucken wir uns den mal an. Bist du ein Gegner? Ach nee, du bist wieder so eine Statue, die ich nicht wegkrieg. Duftzweig benutzen. Duftzweig. Wait. Was ist das? Nee. Da, Duftzweig. Stellt versteinertes Leben wieder her. Bist du was Gemeines oder was bist du jetzt? Ja, du willst mich. Okay, na gut. Ah, okay, easy. Ah ja, guck mal, da kommen drei Orks. Oh Mann. Das ist ein bisschen Kaga jetzt. Wow! Ihr seid doch wahnsinnig! Nein! Ach, diese dämlichen Fässer. Auch so ein Ding, ne? Warum? Warum muss das? Es ist ja nicht schon kompliziert und schwer genug, ne? Dann müssen da noch so Explosionsfässer rumliegen. Du kriegst es nicht mehr. Du kommst nicht klar, ey. Große Machete. Oh, das klingt spannend. Ach so. Ja klar. Die große Machete ist eine Sense. Aber klar, was habe ich erwartet?
Gibt's hier ein besseres Schwert eigentlich? Das hier, das gerade Schwert. Mal schauen, ob das auch wirklich mehr Schaden macht gleich. Jetzt ist er da unten. Kommen die Orks, wenn ich hier langlaufe? Nee. Nein, ich wollte wegrollen. Ah, das hat nicht gereicht. Shit. Ach komm. Ach Mist, ey. Ich wollte einen Schritt nach links gehen, weil ich Angst hatte, auf dieses Fass zu hauen. Schade, da waren ein paar Seelen da oben, ne? Irgendwie 4000 oder so. Mist. Ich glaube, es hat keinen großen Unterschied zum anderen Schwert gemacht. Und da die Werte, die draufstehen, sagen, dass es mehr Schaden macht. Was war das? Tja, Silo. Du hast mir mehr Spaß hier oben gemacht. Komm mal bitte. Ach, jetzt explodieren die Fässer nicht, oder was? Schweinerei. Komm mal ein bisschen rein hier. Jawohl. So, weiter im Text. Jetzt zu euch. Uncool, uncool, uncool. Uncool, ihr killt mich jetzt hier, weil ich... weil ihr eine riesige Reichweite habt. Und weil man einfach keine Zeit zum Saufen bekommt. Ich hätte zurückgehen sollen. Hätte ich da zurückgehen können? Ich weiß es nicht. Also, ich will ein bisschen weiterkommen. Deswegen benutzen wir noch mal eins von diesen Dingern. Viel zu viel Schaden gemacht, der Boy. Viel zu viel Schaden gemacht, der Boy. Naja.
Ah, nein. Es reicht ja nichts, dass die Gegner schon relativ schwer sind. Es reicht nicht, dass da Fässer rumliegen, die einen, auf die die Gegner auch ohne Verstand draufprügeln. Nee, diese Mauer muss auch noch überall Löcher haben, dass man schön runterfallen kann. Es ist... Ach, Mann, ey. Und warum leckt der sich so nach hinten weg? Dann leckt der Gegner irgendwo ins Nirgendwo plötzlich hinter einen. Das ist uncool. Ich verstehe immer mehr, warum das Spiel jetzt nicht... so sehr gemocht wird. Ich gucke jetzt erstmal hier runter, was hier vorne noch geht. Ohne in Löcher zu fallen, hoffentlich. Ohne an... Goldharz. Das macht mein Schwert elektrisch. Das Schwert ist am Arsch. Es ist nicht richtig kacke, aber es ist einfach teilweise ein bisschen kacke. Seele eines verlorenen Untoten. Okay. Verschlossen. Okay, hier geht's nicht weiter. Das heißt, ich muss auf jeden Fall da oben lang. Alles klar, wissen wir Bescheid. Man kann schon spielen, also, und es macht auch Spaß, wenn nicht so total dumme Sachen passieren, wie Orks, die... wie Orks, die auf Explosionsfässer prügeln. Jetzt kommen die Orks von unten, glaube ich, auch. Und hier komme ich nicht weg, ne? Doch, hier rüber, oder? Ja, okay. Weg von den Explosionsfässern. So, wir kämpfen im Turm. Oh Gott, warum seid ihr so viele?
Nicht weglaufen. Jetzt ist da einer runtergefallen, von dem habe ich aber, glaube ich, keine Seelen gekriegt. Naja, egal. Das lief doch nicht schlecht. Komm mal her, Kollege. Oh Gott, da sind nochmal drei. Nein! Och Mann! Oh, weiß. Oh nein. Oh nein. Ich muss, glaube ich, wirklich das alles von heute nochmal angucken und da Shorts draus machen, ey. Dämmerungskraut. Das war nicht die Wurzel, ne? Das andere war eine Wurzel, glaube ich. So, ich muss aber erst ihn da unten killen. Das ist schon hart, hey, dass in diesem Spiel einen auch die Umgebung killen will. Und nicht nur das Spiel selbst. Ich wollte gerade sagen, wie hat der mir bei dem einen Schlag so viel Schaden gemacht? Ich habe doch... Sehr gut. Weiter. Jetzt wieder zwei Orks. Nein, 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 nicht runterfallen. Königsschwertkämpferrüstung, okay. Oxys, kommen Sie. Da ist eine Leiter. Ihr sollt nicht weglaufen. Ihr dürft ruhig hier bleiben. Oh oh. Gut. Oh, du stehst mittlerweile da, okay. Ja, komm mal her.
Hat er was gedroppt? Nee. So, haben wir euch jetzt alle, oder? Haut nochmal einer auf irgendwelche Fässer drauf, oder? An was bin ich denn hier gestorben? Ich bin hier rüber und dann waren da nochmal drei. Genau, das war das Problem. Nein! Ich habe nicht auf meine Ausdauer aufgepasst. War mein Fehler. Entschuldigung, dass ihr euch diese Stelle jetzt zum wievielten Mal anschauen müsst. Boah, ich glaube nach diesem Spiel, ne? Wo ist der Magierboy hin, der hier normalerweise steht? Okay. Weg. Der wollte nicht mehr. Kollege, komm mit. Kommst du? Ja, du kommst. Da leckt er sich schon wieder weg, ne, von mir. So. Und ihr zwei, kommt bitte hier rüber. Einer ist runtergefallen. Depp. Lebensstein nehme ich. So, jetzt hatte ich vorhin ja diese Leiter gesehen. Die probieren wir jetzt mal. Oh. Was gibt's hier? Große Titanscherbe. Cool. Und eine Fackel, die man anzünden kann. Die kann man, glaube ich, tatsächlich anzünden. Um sich vielleicht den Weg zu markieren oder so? Ich habe nur bisher keinen Grund gesehen, Leitern zu benutzen, deswegen habe ich es eher nicht getan. Ich probiere sie jetzt hier zu bekämpfen. Oh, nicht so der richtige Plan, ne? Nee. Kommt mal mit, Jungs. Jawohl. Finde ich gut, wenn ihr da runterfallt. Königsschwertkämpferrüstung. Jawohl, sehr gut. Na, hast du schon genug oder wie? Anscheinend hat er schon genug. Ich versuche trotzdem noch mal drauf zu hauen, obwohl ich weiß, dass er mich treffen wird.
Okay, das sind ja wilde Käfige hier. Oh. Jawohl. Einen Helm. Oh Gott, warum sieht das hier so nach Falle aus? Menschenbild und Seele eines stolzen Kriegers. Wie ich aussehe. Oh, hi. Nein, 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 nein. Ach, heb doch dein Schild hoch, Mensch. Mist. Ich habe noch eine kleine Idee. Ich habe doch hier gerade so fette Helme bekommen. Und Rüstungen, die in allem besser sind. Und ich bin immer noch in der Light Roll? Okay, geil. Nehme ich gerne. Der hier ist irgendwie dauerhaft weg. Ich weiß nicht warum, aber der ist jetzt nicht mehr da. Vielleicht nach einer bestimmten Anzahl. Nach einer bestimmten Anzahl von. Wow. Okay, ja, alles gut. Aber er kommt jetzt hoffentlich. Nach einer bestimmten Anzahl von Kills, dass die weg sind. Weil den oben habe ich ja öfter gekillt als den hier. Komm her. Dämmerungskraut. Jungs, ich will nicht dort mit euch kämpfen. Die Regel gebrochen und wurde bestraft. Ja, zu oft zugehauen, oder welche Regel meinst du? Also meine Seelchen von da vorne, die hätte ich jetzt schon gerne wieder. So langsam werden es mehr. Ja. Nee, 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 Leute. Nee, 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 Leute. Rollt ihr euch mal lieber da in euren Tod. Das ist auch eine gute Regel, die hatte ich bisher nicht, aber. Sollte ich mir auf den Zettel schreiben.
Gamaschen. Ja, was machen wir jetzt hier? Kommst du wieder hoch? Sieht so aus. Jetzt waren wir hier runtergegangen. Dann kommt hier links der Boy. Das finde ich geil. Dass der Chat einfach mehr Ahnung hat, was ich falsch gemacht habe, als ich selber. Das gefällt mir. Und das hier ist eine Trapdoor, oder was? Leute, ihr wollt doch. Ja, da unten ist aber irgendwie ein Weg. Das ist ja wohl ein schlechter Scherz hier, wenn man da einfach reinläuft, ne? Dann stirbt man. Naja, was heißt blindlings? Ich habe ja schon gesehen, dass da zwei Boys sind, aber was soll ich machen, außer sie anzugreifen? Etwas koordinierter angreifen, vielleicht ungefähr so. Noch ein Lebensstein, nice. Schimmernder Lebensstein zweimal, nice. Das wird doch jetzt nicht schon wieder ein Boss sein, oder? Keine Flakons. Aber Lebenssteine. Es sind drei Bosse. Es sind verdammt nochmal drei Bosse. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und sie sind auch noch schnell. Und machen Faxen. Oh nee, ey. Nee, hinter mir ist eine. Scheiße, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nee, 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 nee. Wo ist die dritte? Sind einfach drei, ne? Das ist doch eine miese Nummer. Ihr seid fiese. Das ist so assi. Was soll denn der Mist?
Ich vermute mal, dass man hier vielleicht parieren könnte mit den Hämmern, aber ich will es nicht ausprobieren, weil das kostet mich dann das Leben. Nein, scheiße. Ach nein, der hat auch noch gezählt. Der wurde mir abgezogen. Der Flakon wird einem nicht abgezogen, wenn er nicht durchgeht, aber der Lebensstein schon. Wow. Geil. Geile. Geil. Geil. Cool. So ein Mist, ey. Das ist ein ganz schön weiter Weg. Ich frage mich, ob es irgendwo einen näheren Stein gibt. Hier Dingens gibt. Ob es irgendwo einen näheren Dingens-Gedöns gibt. Hier, ihr wisst, was ich meine. So ein Leuchtfeuer. Komm mal ein bisschen da raus aus deiner Ecke, da gefällst du mir nicht. Scheiße. Schmerzhaft. Nee, was war das bitte? Ich habe keine Ahnung. Aus irgendeinem Grund hat mein Charakter eine Rolle gemacht. Frag mich, was ist die falsche? Ich weiß nicht warum. Das ist auch die falsche. Ich hab nicht Rolle gedrückt. Und dann wurde ich runtergewirbelt. Oder keine Ahnung. Also dann hat's mich runtergehauen. So, den weiche ich ja nur aus. Das heißt, ich werde dort die Hellebarde nehmen. Und wenn ich jetzt durchrenne, brauche ich auch nicht jetzt das Schwert haben. Oh, okay, jetzt bin ich auf einmal eine Heavy Roll. Okay, passt. Wunderbar. Nehme ich. Ah, jetzt habe ich natürlich ohne Schild nicht so richtig die Möglichkeit. Scheiße.
Shit. Ohne Schild kann ich natürlich nicht so gut blocken, ne? Haha, Mist. Habe ich jetzt nicht so ganz im Kopf gehabt gerade. Das Blocken hat schon echt gut funktioniert bei denen. Aber diese Hellebarde macht einfach so viel mehr Schaden an die hin. Ich war, hab sie gerade, glaube ich, auf dieselbe Menge Leben runtergeballert wie der dreimal so lange Fight mit Schwert an der Stelle. So weit ist der Weg gar nicht und das geht ohne Hits zu bekommen, geht's eigentlich ganz gut. Hoppla, ich sollte die Hellebarde natürlich ausrüsten. Shit. Blöd. Das ist auch eine doofe Ecke da. Meine Vermutung ist, dass ich auf der Map irgendwo auch den Weg finden kann zu den anderen. Zu den anderen beiden auf die Plattformen. Und dass ich die alle einzeln bekämpfen kann, irgendwie, vielleicht. Okay, sie ist runtergefallen, das ist schlecht. Ja, da drüben sind nämlich noch andere Nebel. Da komme ich nicht rüber. Oh, sie kommt wieder hoch. Okay. Das hättest du mir auch vorher sagen können, ey. Mist. Mist. Scheiße. Ah. Ah. Mann. Das war... War das besser mit Schild? War das besser mit Schild? Da kann ich sie auch einzeln versuchen zu parieren, ne? Aber das hat nie, hat keinen so einen coolen Effekt gehabt wie im Dark Souls 1. Ich überlege gerade, ob ich habe ja ein paar Seelen gefunden von Kriegern und so, ob ich eins der Schwerter mal hochlevel und dafür mit Schild spiele, auf dem engen Raum. Aber nee, warte, da brauche ich ja wieder diese Scherben für. Und die habe ich nicht. Nee, die habe ich nicht. Oder sehe ich sie einfach gerade nicht? Hm. Ich glaube, ich habe sie nicht. Ich hatte nie, aber vorhin hatte ich doch eine große gefunden. Sind die irgendwo anders? Nee. Oh, was ist das für ein Ring? Wo habe ich den Ring her? Gefallene Gegner bringen mehr Seelen. Ah, okay. So was, so ein Quatsch machen wir nicht.
Na gut. Ich gehe jetzt nochmal so rein, bevor ich Menschlichkeit ausgebe, um mal zu schauen, wie es mit ein bisschen mehr Leben läuft. Zum Glück hat er mich nicht getroffen. Nein, das macht, das ist ein Zweier-Hit. Den Stich nach vorne und dann macht sie nochmal eine Drehung. Ah, ärgerlich. Ärgerlich. Und nochmal. Ja, ich probiere es mal mit ein bisschen mehr Leben. Vielleicht kriege ich ja, vielleicht schaffe ich es. Mal gucken. Vielleicht schaffe ich es ja. Warum er hier weg ist, weiß ich immer noch nicht. Also ja, es muss die Anzahl an Tötungen sein, die ich an ihm durchgeführt habe. Das klingt irgendwie sehr chirurgisch. Boah, das ist mies. Dieser Wirbelwind hier unten. Dieser Wirbel hier unten ist saumies. Oh. Okay. Oh. Ah, Mist. Shit. Yes, Nummer 1. Heilen. Nummer 2 kommt, oder? Nee? Wo ist Nummer 2? Da, jetzt kommt sie. Oh Gott, okay, 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 jetzt muss ich hier runter. Oh Gott. Shit. Kamen sie beide. Okay, wenn man eine besiegt, kommen sie eh beide. Ah. Ja, willkommen zurück. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass du weg warst. Aber wie auch. Bin ja hier beschäftigt. Okay, nee,
Oh, sehe ich das Schild? Nee, ich bin eigentlich gut ausgewichen gerade. Ich sehe das Schild nicht. Aber vielleicht... Nee, ich habe auch keine Scherben. Oder wo werden die mir hier nur nicht angezeigt? Ich hatte doch vorhin welche aufgesammelt. Ich dachte, ich hätte welche davon aufgesammelt. In dem Fall wohl nicht. Sehr guter Versuch. Dankeschön. Ich gebe mein Bestes. Ich mache mir Nahrung, sehr gut. Braucht's auch, gell? Das braucht's auch. Gut, also eine geht. Ist ein bisschen doof, wenn sie runterfällt, weil dieser Sprung nach oben nicht funktioniert. Und dann... Was mache ich dann? Das Runterfallen ist saublöd. Okay, abwehren bringt überhaupt nichts. Scheiße. Meine Abwehrhaltung bringt gar nichts tatsächlich. Lohnt sich also nicht. Das hat nur mit dem Schild funktioniert. Ich muss auf jeden Fall ausweichen. Ich darf mich wieder nicht treffen lassen. Zwei dämliche Flakons, da... Das bringt alles gar nichts. So, und das ist jetzt ein Move, den finde ich sehr schwierig einzuschätzen. Okay, habe ich hingekriegt. Shit. Was? Das war ein Treffer? Ich habe schon wieder zu viel heilen müssen. So, und jetzt ist hier unten eine. Und die zweite kommt.
Scheiße. Das ist wieder der Unsinn. Aber ich habe es in dem Spiel noch nicht probiert, dass ich das Heilen abbrechen kann, indem ich eine Rolle mache. Irgendwie, dass ich das irgendwie unterbrechen kann. Das habe ich hier noch nicht probiert, weil es bei Dark Souls 1 halt nicht ging. Vielleicht geht's hier. Verdammte Axt. Das war wieder ein Treffer. Ich habe wieder einen Hit abbekommen. Woher auch immer dieser eine Treffer kam gerade. Ach, fuck. Treffe ich sie nicht. Drei oder viermal habe ich sie nicht getroffen, weil ich einen halben Meter zu weit hinten stand. Ah, der Sepp, auch wieder da. Schön, dass du da bist. Schön, dass ihr alle da seid. Danke fürs Einschalten. Nee! Das war das erste Mal, dass die beiden mich getroffen haben. Oh Mann, ey. So ein Mist. Scheiße. Mist. Unnötiger Hit an der Stelle. Also sie kriege ich kaputt. Das ist einfach nur eigene Unfähigkeit. Aber bei den anderen beiden, da bin ich jetzt gerade noch ein bisschen am Zweifeln, wie ich das dann anstellen soll. Sehe ich noch keine Taktik vor mir. Ja, Sepp, ich habe heute schon 1,5 Stunden ungefähr an dem Verfolger rumgemacht. Das war übel. Da war ich an der Frustgrenze. Bei dem hier nicht. Also, das ist jetzt irgendwie ein bisschen
eigene Inkompetenz gepaart mit Panik, weil ich so wenig Platz habe. Und teilweise etwas seltsame Hits, die ich bekomme, aber halb so wild. Die drei sind nicht leicht. Ich habe bisher noch keinen einzigen leichten Boss gesehen. Außer den ersten. Den ersten, den ich gesehen habe, der war... Also leichter ging's fast nicht. Shit. Aua. Unnötig. Weil ich sie nur halb gesehen habe, sah es für mich nach einer Bewegung, nach einem anderen Schlag aus. Tja. Die drei sind nicht leicht. Ich fand den Verfolger, fand ich viel schlimmer als diese Nummer hier jetzt. Wobei ich mir jetzt beim nächsten Mal beim Verfolger wahrscheinlich auch tausendmal leichter tue, ne? Ich weiß allerdings nicht, ob ich dieses Spiel jemals wieder anfassen werde. Vor allem, nachdem ich dann, wenn ich dann... wenn ich dann Dark Souls 3 auch gespielt habe und nachdem alle behaupten, dass es ja so gut sei, kann ich mir vorstellen, dass ich dann nicht mehr dieses Spiel nie wieder anfassen werde. Nachher, eigentlich würde ich die ganz gerne auf YouTube nur hochladen, aber ich kann es eigentlich auch das VOD auf Twitch veröffentlichen im Nachhinein. Vom heutigen Stream. Theoretisch. Nein, zu früh. Oh Gott. Und beim Fallen... Ah, der Fallschaden hat mich gekillt. Ah. Geil. Ah, nee, das will ich nicht. Ich will... Ah, nee, noch... Noch geht's mit dem Leben. Ich bin heute auch x-mal von dieser Mauer gefallen. Ah. Aber auf YouTube kommt's halt erst, weiß nicht, Ende der Woche oder so. Nee, nee, ich kann das für euch, kann ich das hier auf, veröffentliche ich das hier auf Twitch. Das passt schon. Die Viewtime wäre mega auf den YouTube-Videos. Das wäre echt mega stark, aber... Ich kann es auch verstehen, man will es dann sehen und warten ist immer irgendwie doof. Oh, oh. Okay. Ach, so eine Reichweite, ey. Das ist so krass. Die haben so eine gigantische Reichweite, ey. Mist, ich dachte, ich stehe weit genug weg. Ärgerlich.
Die erste Folge, nice. Cool. Wieso ist er so schnell hinter mir auf einmal? Moment, gestern noch? Ich habe das doch heute Morgen um 2 irgendwann veröffentlicht, oder? Direkt angeguckt, oder wie? Krass. Mist, Mist. Nee. Cool. Iframes, kein Spaß. Darüber habe ich mich tatsächlich tierisch aufgeregt beim Verfolger. Unter anderem habe ich mich darüber aufgeregt, dass ich teilweise, obwohl ich in der Rolle bin, in der Rolle. dass ich trotzdem getötet werden konnte, getroffen werden konnte. Ja, das ist in Dark Souls 2 anders. Wurde mir gespoilert. Was für ein Hallo. Was für ein Hallo. Zwei Sekunden Kampf, ja. Ey, der Akt, bis ich überhaupt diesen Eingang gefunden habe zu diesem Boss, um dann, wie oft ich mich hier mit diesen Orks angelegt habe und mit dem Kollegen da unten und wie oft Fässer explodiert sind und keine Ahnung. Und dann ist es so ein kurzer Weg. Das ist so, ist gleich hier ums Eck. Kommen die eigentlich hinterher? Nee. Geil! Doch einer kommt. Rennt der da unten im Kreis? Ah, super. Schlonk. Schlonk zurück. Schlonk. Nee, das hat getroffen. So ein Mist. Schlonk.
Wusa. Nee, also wie gesagt, das finde ich überhaupt nicht so schlimm hier gegen die eine. Was ein bisschen nervig ist, ist, dass ich so wenig Platz habe. An sich, der Gegner ist eigentlich ziemlich einfach, einzeln. Einzeln sind die easy. Hab sie ja jetzt auch schon mehrfach besiegt. Mehrfach heißt, glaube ich, zweimal. Diesmal hat er seinen Weg gefunden, die Leiter hoch. Zu spät gedrückt, oder was? Nein! Ach, Leute! Ach, Leute. Wie weit seid ihr mit Tick, Trick und Track? Ja, so kommen sie einem vor. Ah, ja, der Fallschaden, genau, der, ja, ist jetzt auch schon nicht das erste Mal gewesen. Wie viele Menschendinger habe ich? Einen. Komm. Anfangsbosse. Der dritte Boss jetzt im Spiel. Ja. Ich habe schon das Gefühl, dass ich richtig bin. Ich mache genug Schaden und alles. Also von dem her, das passt schon. So, jetzt aber, los geht's. Nicht gut. Ich warte keine Ausdauer mehr. Okay. Oh, jetzt wirbelt sie. Ach, Menno. Dass das trifft, dass sie mich da trifft, das ist mies. Verdammt, der Axt.
Okay. Schweinerei. Ey, ich kann die nicht kritisch treffen. Miese Nummer. Nee! Wirbeln sie beide auf mich zu. Nein, scheiße. Okay, ich dachte, man kann von oben so einen kritischen Angriff machen. Geht das nicht mit allen Waffen? Also ich habe auf jeden Fall schon mal einen gemacht. Ich dachte, das war mit der Hellebarde. Mist. Ja, hey, Ladies and Gentlemen. Letzter Versuch für die Folge. Letzter Versuch für die Folge. Und für heute. Gut, das war der vorletzte Versuch für heute und für die Folge. Ein Versuch noch. Dass das trifft. Warum trifft sie mich da? Mit was? Ach Mist. Versuch noch. Ich will zumindest sie mal hier erwischen und ein bisschen mehr gegen die zwei weiteren, die dann kommen, kämpfen. Kannst du mal nicht da runterfallen, bitte? Das ist uncool. Hm.
Oh, das tat weh. Nicht runterfallen. Gute Dame. Ey. Wieder beide Flakons verbraucht. Mega ärgerlich. Schande. Nee, ach diese Reichweite. Ich weiß, ich muss links dran vorbeirollen. Dann steht sie aber so, dass wenn ich links dran vorbeiroll, falle ich diesen Balkon runter. Wenn ich den Balkon runterfall, kommen die anderen beiden dazu. Dann muss ich gegen drei auf einmal kämpfen. Es reicht ja nicht, dass ich nachher gegen zwei auf einmal kämpfen muss, weil die ja nicht dann nicht nacheinander kommen. Die sind ja dann böse, weil ich ihre Schwester umgebracht habe, was ja auch absolut verständlich ist. Dann gehe ich ja nicht und trete den Typen, der da am Boden liegt, alleine, sondern dann kommt man in der Gruppe und stellt sich schön außenrum auf und tritt dann immer wieder rein. Weil erst dann macht es ja richtig Spaß, wenn man gemeinschaftlich an einer Sache arbeiten kann. Erst dann hat man Spaß, so richtig Spaß. Und deswegen absolut verständlich, dass sie dann zu zweit kommen. So, aber bis zu dem Zeitpunkt ist dieser enge Balkon ja doch ein bisschen nervig dann. Danke fürs Einschalten. Schön, dass ihr da wart. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.